haben gesagt, vor dem Spiel, wir können sowas nur schaffen, wenn alle wirklich an einem Strang ziehen und Vollgas geben. Und ich glaube, das haben wir heute über 60 Minuten gepackt, auch wenn wir ab und zu ein paar Fehler drin haben. Jeder der Mannschaft, egal ob auf der Platte, neben, hat dran geglaubt und das war das Entscheidende heute. Ihr habt unheimlich flexibel auch gespielt, mit viel Aufarbeit auch im Angriff, immer wieder rotiert. Ja, und zwar, wir haben versucht oder wollten Hannover immer vor eine neue Aufgabe stellen, weil Hannover sich immer gut auf den Gegner einstellt und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, dass wir da viel Rotation drin hatten und immer wieder eine Variante. Der Geschäftsführer ist bei mir, Wolfgang Strobel, auch dir herzlichen Glückwunsch. Nach 6 vergeblichen Anläufen hat es heute endlich geklappt und ich denke, es war hoch verdient gegen einen guten Gegner, aber da hat heute vieles gepasst. Gibt es fast nichts hinzuzufügen, ja, genau so ist es. Wir haben uns sehr konzentriert heute auf das ganze Spiel, nochmal vorbereitet, nochmal fokussiert, auch nochmal. Ja, selbst wenn man die Stärken, die jeder Einzelne hat, dass man sie heute einfach reinschmeißen muss. Und das haben wir jedem bewusst gemacht. Wir haben bisher 2 Heimspiele gehabt, haben 4 Auswärtsspiele gehabt. Und es war dann über die beiden Spiele. Natürlich hätten wir da gerne mehr Punkte gehabt, aber es war auch nicht so, dass alles komplett schlecht war. Aber natürlich hat irgendwo so jedem ein bisschen was gefehlt. Und deswegen haben wir da nochmal wahnsinnig Wert drauf gelegt heute. Und der Plan ist, glaube ich, zu 100% aufgegangen, das muss man wirklich sagen. Es war eine sehr, sehr gute Leistung von allen Mannschaftszahlen heute und deswegen haben wir verdient gewonnen. Was war heute ausschlaggebend? Ich hatte das Gefühl, ihr wart fokussiert, ihr habt auch diese längere Pause gut genutzt, habt unheimlich flexibel gespielt im Angriff, mit viel Aufarbeit auch. Ja, also es war viel Arbeit dahinten, aber vor allem war, dass die Spiele waren auch ehrgeizig, sie haben auch Mut gehabt. Ich denke, man hat das auch bemerkt in die erste Viertelstunde, 20 Minuten, es war die Unsicherheit da, also der Druck ist schön da. Aber die haben das gut gelöst und die Halle hat natürlich super mitgemacht, muss man auch sagen. Also hat dann in zweite Halbzeit einfach durchgepusst. Genau, es war heute auch mal plus Torwartposition, fand ich. Die Keeper standen ja ein bisschen in der Kritik. Und dann aber auch insgesamt die Mischung. Die Jungen haben ihren Teil dazu beigetragen. Und wenn es drauf ankam, dann auch die Routiniers. Aber so homogen soll es ja auch im besten Fall sein. Ja, also es ist einfach generell so, dass es kein einer Spieler alle Spiele machen und alle Spiele durchmachen auf höchstem Niveau und immer seinen Tag haben. So, heute waren einige Spieler, die haben das sehr gut gemacht. Und andere Spieler haben das vielleicht nicht seinen super Tag gehabt, aber haben trotzdem seinen Teil doch beigetragen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass die Leute, die sind dabei, also die ganze Mannschaft hat diesen Sieg einfach geholt und nicht nur 1-2 Leute. Also die Torhüter, das ist auch die richtige Antwort. Also das ist jetzt viertes Spiel hintereinander, wo die Steigerung ist nach oben. Also alles richtig gemacht, die Torhüter. Geht es so in Ordnung? Ich meine, es war ein enges Spiel, es war am Ende auch hektisch, wie es hier halt ihr auch meistens ist. Der HBW stand schon ein bisschen unter Druck, ohne Sieg bislang, aber war es am Ende verdient für den HBW? Ja, klar war es verdient. Wir haben das Spiel am Anfang im Griff, wirklich im Griff. Es sind 3-4 Tore vorne und schaffen sich da einen Deckel drauf zu packen und dann machen wir die Halle heiß und bringen die Mannschaft wieder zurück. 7-6 haben wir die ganze Woche vorbereitet, haben es nicht hingekriegt, es heute sauber zu verteidigen. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann lassen wir natürlich hinten raus auch viele Freie liegen. Haben heute keine Abwehr, bloß Torwart-Performance. Und deshalb geht dieser Sieg natürlich schon in Ordnung. Wollte ich gerade sagen, heute ein kleines Plus auch auf der Torwartposition beim HBW. Und sie haben relativ flexibel agiert, auch im Rückraum, immer wieder rotiert. Ja, das 7-6 war ja klar, dass es kommt. Und auch, dass da ein paar Spieler spielen können, das ist ja auch klar. Und das war heute nicht unser Anspruch, was wir erwartet haben. Wir wollten hierher, um zu gewinnen, um unseren positiven Start wirklich positiv zu machen. Jetzt ist er negativ. Und da sind wir schon selber schuld, weil das, was wir heute abgerufen haben, nicht das ist, was wir machen wollen. Und jetzt haben wir die gleiche Situation wie Baling, jetzt haben wir richtig, richtig Druck. Also wir haben heute eigentlich ein super Spiel abgeliefert, verdient gewonnen. Die Stimmung in der Halle war einfach genial. Da muss ich mich nochmal bei den Fans bedanken, das ist super. Das macht man einfach mal in 9. Spieler, wenn wir mal im Prinzip, also 18 Spieler. Und ja, so kann das weitergehen, auf jeden Fall. Also wir haben zwar davor auch auswärts verloren, aber wir wussten, dass wir von Spiel zu Spiel besser waren. Und heute hat sich das ausgezahlt, dass wir eigentlich weiter konzentriert gearbeitet haben. Ich glaube, wir haben den Schwung aus dem Kiel-Spiel auch mitgenommen. Da schon eine gute Leistung gezeigt, ein paar einfache Fehler gemacht, die wir heute abgestellt haben. Und haben heute auch unsere Chancen verwertet, 30 Tore zu Hause geschossen.
damit kann man gut arbeiten, um einen Sieg nach Hause zu bringen. Ja. Auffällig war, dass das sehr viel rotiert seid, gerade im Rückraum jetzt, du, der Martin, auch der Markus, war aber natürlich so Vorgabe und hat ja auch was gebracht, also viel Laufarbeit, aber hat sich ausgezahlt. Ja, wir haben ja eigentlich fast permanent mit 7 gegen 6 gespielt, also einen Torhüter ausgewechselt. Und dadurch ergeben sich natürlich auch Lücken und haben geduldig den Ball gespielt und auf unsere Chancen gewartet und waren dann vorm Tor eiskalt, hatten, glaube ich, wenig Fehlversuche auch insgesamt. Ja, und so gewinnst du Spiele. Am Ende 30 zu 27 für den HBW. Gerade mit Jens Bürgli gesprochen, er sagt, es geht so okay. War der Sieg verdient für deine Ex-Kollegen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben es nicht geschafft, eine Abwehr da gegen das 7 gegen 6 irgendwie ein Rezept zu finden. 30 Gegentore hier, ja, da wird es schwer, dann das Spiel zu gewinnen. Auch ein kleines Plus-Torwart-Position beim HBW und die standen auch unter Druck. Die wollten unbedingt diesen ersten Saisonsieg, aber okay, ihr hattet natürlich hier auch nichts zu verlieren mit 6 zu 6 Punkten. Nee, wir wollten unbedingt hier gewinnen. Ja, das war, glaube ich, die dritte Niederlage in Folge. Ja, das tut weh. Haben uns hier sehr, sehr viel vorgenommen, aber leider nicht so viel umsetzen können.